Hallo allerseits! Ihr erinnert euch sicher noch an die Bücher der Autorin Maja Lunde, Die Geschichte der Bienen und Die Geschichte des Wassers. Es ist jetzt endlich der dritte Teil, die letzten ihrer Art, rausgekommen und man könnte sogar davon sprechen, dass es in gewisser Weise eine Form von Fortsetzung darstellt. Wieso, weshalb, warum, das erkläre ich euch gleich. Aber was ist erstmal das Szenario, was in die letzten ihrer Art gezeichnet wird? Also in die Geschichte der Bienen ging es ja darum, was wäre, wenn die Bienen aussterben. In die Geschichte des Wassers darum, was wäre, wenn es kein Wasser mehr gibt. Und in diesem Fall geht es um die Pschewalski-Pferde. Das ist eigentlich so die letzte lebende Art von Urpferden oder Wildpferden, die wirklich schon vor, keine Ahnung, 10.000 Jahren oder sowas auf irgendwelchen Höhlenwänden aufgetaucht sind als Malerei. Und es gibt Menschen, die diese Pschewalski-Pferde gefunden, eingefangen, in Tiergärten gehalten haben. Und jetzt im Jahr 2064 gibt es nicht mehr so schrecklich viele von den Tieren. Und obwohl alles knapp ist, Essen, Trinken, Strom, Zivilisation, alles, gibt es noch Menschen, die versuchen, diese Pferde zu schützen. Wie auch schon die Vorgängerteile, ist das Buch auch wieder in mehrere zeitliche Perspektiven aufgeteilt. Die eine Perspektive ist St. Petersburg, 1881. Da geht es um einen jungen russischen Mann, der zusammen mit einem Deutschen sich in die Mongolei aufmacht, um die ersten Pschewalski-Pferde zu fangen und dann eben in den St. Petersburger Tiergarten, zoologischen Garten zu bringen. Das Besondere an seiner Geschichte ist, dass er eigentlich ein relativ unsicherer Mensch ist und dass er schwul ist. Also das gesteht er sich selbst auch nicht ein, aber er verliebt sich in den Deutschen, der diese Expedition mit ihm zusammen macht. Und die beiden haben dann auch was miteinander, aber 1881, können wir uns vorstellen, war die Gesellschaft dafür noch nicht ganz so offen. Die zweite Perspektive ist die Mongolei 1992. Da versucht eine Frau, Pschewalski-Pferde wieder auszuwildern, was natürlich gewisse Gefahren birgt. Das Besondere an ihr wiederum ist, wie sie an die Pschewalski-Pferde und ihr Interesse überhaupt gekommen ist. Ihre Mutter war nämlich bei Göring eingestellt und ja, wir erinnern uns, das war ein wichtiger Mensch in der NS-Zeit. Und der hatte wohl Pschewalski-Pferde. Ob das jetzt zu den Sachen gehört, die in diesen Büchern den historischen Tatsachen entsprechen, habe ich noch nicht nachgeprüft. Das werde ich euch irgendwo hier einblenden. Ja, und jedenfalls hat sie eine totale Liebe zu diesen Pferden entwickelt und man könnte sagen, dass sie diese Pferde auch einfacher lieben kann als ihren drogenabhängigen Sohn, der mit in die Mongolei kommt, wo auch sie anfängt, sich ein bisschen zu verlieben in jemanden, der die Mission mit ihr macht, aber das kann sie sich alles nicht eingestehen, beziehungsweise sie weiß einfach nicht, wie sie emotional mit Menschen richtig umgehen soll. Die dritte Perspektive ist dann Norwegen 2064. Hier geht es um Eva und ihre Tochter Isa, die auf einem Bauernhof leben und, naja, die leben eigentlich nicht richtig auf einem Bauernhof, sondern in so einer Art Wildtierpark. Und die haben eben auch Pschewalski-Pferde. Früher hatten die noch mehrere vom Aussterben bedrohte Arten. Jetzt sind es eigentlich nur noch diese Pferde. Und wenn es halt eigentlich nicht mehr genug von einem gibt, ist es ganz schön schwer, sich selbst am Leben zu halten. Und der Nutzen, dann Wildpferde am Leben zu erhalten, so Urwildpferde, ist natürlich manchmal zweifelhaft. Aber die beiden haben so ihre Routinen gefunden und über den Haufen geworfen werden sie erst, als die junge Französin Louise bei ihnen auftaucht, von der sich nach einer Weile rausstellt, dass diese schwanger ist. Ich hatte euch angekündigt, dass es sich gewissermaßen um eine Art Fortsetzung handelt. Das Jahr 2064 ist meiner Meinung nach keineswegs zufällig gewählt. Ich glaube, es ist das Jahr, in dem die Geschichte der Bienen spielt. Ich gucke es für euch nochmal nach. Aber es ist auf jeden Fall auch das Jahr, in dem die Geschichte des Wassers teilweise spielt, beziehungsweise ein bisschen danach. Und in die Geschichte des Wassers gab es ja David, der mit seiner kleinen Tochter Louise in diesem Klimaflüchtlingscamp gelandet ist. Also halt lauter Leute, die davor wegrennen, dass es nicht mehr genug Wasser in Ländern wie Frankreich gibt. Dieses Buch setzt also ein kleines bisschen später an und wir erfahren, was aus Louise geworden ist. Beziehungsweise was ein bisschen aus ihr wird, was aus ihrer Familie geworden ist oder auch nicht geworden ist. Und das fand ich eigentlich mega interessant, dass das nochmal aufgegriffen wurde. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und auf der einen Seite finde ich das gut, weil einem natürlich die Figuren so ans Herz wachsen. Zum anderen hat das natürlich total das Konzept meiner Meinung nach durchbrochen, dass jedes Buch seine eigenen 2 bis 3 Familien hat. Ich frage mich dann, ob der vierte Teil auch wieder so sein wird wie der dritte, also dass er halt an bestimmte Dinge aus dem ersten Mann anknüpft.
es würde sich anbieten, dann hätte man auch sowas Zirkelartiges, vielleicht wird das auch alles miteinander verbunden, denn der Aspekt, dass es nicht mehr genug Bienen gibt und jetzt per Hand bestäubt werden muss, taucht auch in die letzten ihrer Art auf. Warum das Buch jetzt vom Namen so völlig anders ist als die anderen beiden, weiß ich nicht. Auf Norwegisch hat es aber dieses, die Geschichte des, was auch immer, überhaupt nicht gegeben in den Originaltiteln, von daher wollen wir das an dieser Stelle mal verzeihen. So vom Schreibstil her ist es natürlich wieder sehr gut zu lesen. Was ich noch an der Norwegen-Perspektive interessant fand, war, dass Isa auch zu Wort gekommen ist, also die Tochter, in Form von Briefen, die sie an den Sohn eines ehemaligen Nachbarn schreibt, und offensichtlich war sie in diesen Jungen verliebt. Ihre Mutter hatte auch was mit dem Vater von diesem Jungen, obwohl dieser verheiratet war, naja. Und Louise kommt halt auch mal in dem Sinne zu Wort, dass dann irgendwann mal Briefe von ihr vorgelesen werden, beziehungsweise gelesen werden, in denen sie halt erklärt, wie es damals mit ihrem Vater David und dieser Frau Marguerite, die ja aufgetaucht ist in diesem Flüchtlingslager und ihr selbst weitergegangen ist. Weiß nicht, ich fand die Perspektive von Karin, also der Frau, die die Pferde versucht hat auszuwildern, 1992, am interessantesten. Da fand ich es noch sehr überraschend, dass von ihrem Sohn dann auch nochmal im Jahr 2019 später ein bisschen erzählt wird, was ist da jetzt draus geworden, wie hat sich das alles weiterentwickelt. Ich habe das Gefühl, dass Maja Lunde jetzt also viel mehr den Aspekt auf das Menschliche setzt und weniger auf die eigentlichen Gefahren, also natürlich spielen die auch immer noch eine wichtige Rolle, und es geht darum, wie eine bestimmte Art oder eine bestimmte Art Tier eben oder eine andere Ressource, wenn man von Bienen oder Wasser als Ressource sprechen möchte, eben das Leben von Menschen nachhaltig beeinflusst und auch über mehrere Generationen das verbindet. Während ich in die Geschichte des Wassers und die Geschichte der Bienen ganz eindeutig die Verbindung erkennen konnte, weil zum Beispiel irgendein Gegenstand nochmal aufgetaucht ist oder aber weiß ich nicht. Also in die Geschichte des Wassers war das Boot aufgetaucht von der einen Frau, und in die Geschichte der Bienen sind nochmal irgendwelche Aufzeichnungen aufgetaucht. In die letzten ihrer Art gibt es das nicht. Also da gibt es die Pferde, und es wird einmal ganz kurz erwähnt, dass es diesen Russen und den Deutschen gab, die diese Expedition durchgeführt haben, in der Perspektive von Karin, glaube ich. Aber sonst wird da gar nichts irgendwie miteinander verbunden, was mich ein bisschen überrascht hat. Ich fand es auch ein bisschen schade, weil dadurch die Geschichten natürlich viel mehr separiert waren. Warum man sich jetzt genau auf Przewalski-Pferde konzentriert, kann ich überhaupt nicht beantworten. Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt die gewählt, so, weil es ja noch ganz viele andere Tierarten gibt, die aussterben. Aber auf der anderen Seite ist es eigentlich mega interessant, weil man ja mal bedenken muss, dass das ja so Urwildpferde sind, also halt so Urpferde. Und naja, wir kümmern uns halt ganz oft nur so um die Arten, die für uns relevant sind oder um den Erhalt der Menschheit. Aber die Wahrung von kulturellen oder, ich nenne es jetzt mal, evolutionär schützenswerten Gütern, also ich sag mal so eine Art evolutionäres Denkmal oder so, wird ja meistens überhaupt gar nicht beachtet, so in der ganzen Debatte um Klimaschutz. Deswegen ist es auf jeden Fall eine sehr interessante Wahl. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, wer die ersten beiden Bücher von Maja Lunde mochte, der wird auch dieses Buch wieder mögen, gerade was den Schreibstil angeht. Wer damit jetzt nicht so warm geworden ist, ja, für den wird es auch immer noch nicht besser sein. Ja, ich finde es manchmal ein bisschen irritierend, dass es halt Zeitsprünge innerhalb der Perspektiven teilweise gibt. Auf jeden Fall gab es das in der Perspektive von Karin recht fleißig. Und es wurde halt nicht jedes Mal dazu gesagt, das heißt, man musste sich manchmal erst kurz orientieren, in welcher Zeitperspektive man ist. Aber naja, grundsätzlich ist es wieder ein sehr, sehr interessantes Buch. Es ist natürlich nicht ganz so dramatisch vom Ausmaß, wenn die Przewalski-Pferde sterben, wie wenn wir jetzt keine Bienen mehr haben oder wenn wir kein Wasser mehr haben. Trotzdem ist das aber natürlich was, womit wir uns mal beschäftigen sollten, dass eben die Artenvielfalt zunehmend verloren geht. Und klar, das sind jetzt keine Eisbären oder so und deswegen nicht so ein prominentes Beispiel. Aber vielleicht ist das auch mal ganz wichtig, dass wir uns eben mit spezifischen Randarten beschäftigen, von denen es halt nicht so viele gibt und die sonst eben oft unter den Tisch fallen, wenn es um diese ganzen Klimawandel-, Tierbewahrungsdebatten geht. Insgesamt kriegt das Buch von mir einen silber-goldenen Bücherengel. Es hat mir wieder sehr gut gefallen, ein bisschen mehr Verknüpfung hätte ich nicht schlecht gefunden und öfter mal ein Hinweis, in welcher Zeitperspektive wir uns befinden, innerhalb von Karins Perspektive zum Beispiel. Ja, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich das jetzt mochte oder nicht, dass Louise aufgetaucht ist, aber ansonsten wirklich wieder ein interessantes Buch, und ich hoffe, dass ich euch dafür begeistern konnte und natürlich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann!